is it. This is it. Big dog about to take down some bitches. I mean, no offense, man. I ain't talking about you. I ain't talking about you. That's a fucked up metaphor, man. Come on in here, man. The point is, man, your boy LD is about to become King LD. Yeah. Old school OG, new wave, big dog, sneaky motherfucking king of the castle OG. That's who you looking at. And you, you one of the knights of my round table. A serious knight. And this here, this is some mythical motherfucking shit, man. Only in this version, the dragon drive a low ride. We about to peel his bitch ass for him. And you know what? He ain't even no dragon. He's a bitch. And we gonna spin his beak so fast, he won't even know what hit him. You feel me? Damn, I should write these metaphors down. Your boy a straight poet. Hey, you know my boy Benny? That's my boy Benny, man. He does the best work. Benny, what's happening, pimp? That boy go hard. Hey, look, man, if you like that old school shit, that real shit, and not that new school plastic bullshit, you know I'm talking about that Los Santos classic shit, man. The most beautiful work you've ever seen, then that's why he like me. Because I'm just like that. Classic, beautiful, imperial as a motherfucker. Man, I'm kind of lyrical, dude. Like Caesar, a writer and a fighter. Talking all this old school shit, look, the whole move relies on the fact that the Ballers and the Vagos got a whole lot of OGs that care way too much about flossing their lowriders than they do about paying homage and secret respect to yours truly, you feel me? So we gonna show them bitch-ass niggas the error of their ways. We gonna slowly and methodically re-educate them punk motherfuckers. I mean, who don't love a lowrider? We all love lowriders, but personally, I love me more. So with that being said, we gonna confuse the fuck out they ass. And assuming that you confused right now might mean we on the right track. You confused? Whatever. Come on, just get moving. Look, leave the serious thinking to me, man. I know you can't think that fast. Years of smoking Sherman turned my brain to a Pentagon computer. Check this out. You're going to need some of your friends. You know I love you, but you're going to need some of your friends. Three should do. So go and hook that shit up. I'm going to be right back. And don't you go changing on me. Don't you do that shit. Aha, okay, also doch nicht. Schade. Wenn es dann irgendwie mal lädt. Nein. Jo, das heißt, das machen wir dann irgendwann, wenn wir dann mal doch komplett sind. Schade, das wäre so schön gewesen, wenn es funktioniert hätte. So. Okay, dann trete ich dabei. Ja, gut, dann sind wir heute mit GTA wieder am Start. Ich mache dann, leg dann mal ein bisschen los. Ja, heute noch zu dritt. Es wird demnächst Subax kommen, den ihr noch kennenlernen. Was geht denn hier ab? Den ihr noch kennenlernen wollt. Achso, bei dir ist hier ein bisschen was los. Wir haben jemanden kennengelernt, beziehungsweise jemanden dazugeholt, der mit uns zocken will und ja, hoffentlich bald mit am Start ist. Heute leider noch ein bisschen verhindert. Ja, wie gesagt, ich denke, mit der nächsten Aufnahmesession wird er mit am Start sein. Ja, und natürlich suchen wir noch Leute. Also das ist, darum geht es letztendlich. Also wenn wir wirklich noch ein paar Leute finden, der Bock hat oder so, mit uns mal mitzuzocken, kann das gerne so machen. Kann sich ja wieder bei mir oder bei Markus melden. Meine Facebook-Seite ist verlinkt, da könnt ihr mir gerne drunter schreiben oder auch gerne unter die Videos kommentieren. Bei Markus, bei dir ist es genauso, glaube ich, ne? Ja, also und wir sind ja auch in den GTA-Gruppen unterwegs. Ich wollte gerade sagen, wir sind beide noch in den GTA-Gruppen unterwegs, wo auch diese Videos reingepostet werden. Also, falls einer aus der Gruppe da das Video sieht, natürlich gerne drunter kommentieren. Hey, ich habe Bock mitzumachen. Wir melden uns sofort bei euch. Finden dann schon wie gemeinsam einen Termin zum Kennenlernen. Natürlich mit einem kleinen Gespräch, weil wir keine Lust haben mehr auf Leute, die wir dann einfach so random dazu holen. Und die sich dann schlichtweg einfach nicht melden. Und das ist jetzt in den letzten Malen passiert mit zwei Leuten. Und da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. Deswegen sprechen wir kurz mit euch. Dauert dann meistens so eine halbe Stunde. Und dann schauen wir mal, ob was passt mit uns. Und dann, ja, hoffentlich bis bald. Weil wir wollen ja nicht Gegnermodus spielen. Wir wollen Team-Deathmatch spielen oder Allgemein-Deathmatch spielen. Und viele Dinge noch machen, wo wir einfach mehr Leute brauchen als halt nur Wir wollen drei. Halt ein paar Community-Events sozusagen machen können. Natürlich, klar.
Und sei es auch zum Beispiel mal, was auch jetzt im Gespräch war, oder was in dem Gespräch aufgekommen ist als Idee, dass wir quasi mal so ein bisschen Roleplay machen. Also das geht genau. Ja, ich weiß, dass es auf dem PC nur möglich ist, wirklich mit Mods. Ja, aber auch auf der PS4, ich spiele ja die PS4-Version, kann man mal durchaus was versuchen. Ja. Also die verschiedenen Events ausdenken, weiß nicht, ein Meeting, eine Versammlung, irgendwas. Also was ich zum Beispiel schon bei anderen Leuten gesehen habe, die das gespielt haben, gut, man kann es auch ein bisschen klauen, ist zum Beispiel, der Präsident ist gerade in der Stadt, da wird die große Kapelle aufgefahren und alles drum und dran, mit Attentäter, die dann Leder wollen und. Einfach solche Ideen, also die Situation muss man sich natürlich ein bisschen ausdenken, oder kann man sich ein bisschen ausdenken, aber einfach mal auf solche Ideen zurück. Und da brauchst du einfach Leute für. Oder brauchst du wirklich Leute, mit denen man sich auch ein bisschen unterhalten kann und so drum und dran. Gerade auch so Thema wie Tuning-Treffen und so, das kann man auch natürlich klar machen. Aber dann hast du immer irgendwelche Leute dabei, die dann meinen, nur oh, ich hab ja ein paar Granaten, ich kann mal die ganzen Karren kaputt machen. Und auf sowas haben wir dann keinen Bock drauf. Aber wie gesagt, als solche Situation kann man sich da einfach mal ausdenken und ja. Gut, was heute ansteht oder was jetzt in den nächsten Folgen ansteht, ist erstmal die Mission für Simeon. Der hat sozusagen Doppel AP. Genau, Doppel AP, genauso wie die Stuntrennen. Das wollen wir natürlich machen. Damit werden wir dann heute auf jeden Fall auch erstmal beginnen. Ich habe zwar jetzt eingangs der Folge mal kurz einen Teaser zu den Lowrider-Missionen eingeschnitten, also das Gespräch mit Lamar. Das habt ihr nicht mitbekommen, das habe ich noch kurz im vor der Aufnahme noch gemacht. Werde ich dann einfügen. Das werden wir dann auch irgendwann noch machen. Ja. Das ist dann irgendwann auch nach den heißen Missionen, die dann, wie gesagt, wahrscheinlich mit der nächsten Aufnahmesession kommen. Wir haben noch viel, was wir tun können. Ja. Genau. Die heißen Missionen werden auf jeden Fall als nächstes dann irgendwann kommen, die nächste Aufnahmesession, wenn wir da mit 4 Leuten am Start sind. Und dann schauen wir einfach mal, was dann spontan kommt. Also wie gesagt, da sind ja noch die ganzen Gegner, nur dieser Schnitzer-Modus. Uns fehlt noch einer bei Bis das der Tod uns scheidet. Dann hast du noch die ganzen anderen Zeugs. Letzte Kugel. Und. Also GTA wird noch lange nicht tot sein. Ich gehe davon aus, dass wir mehr kommen. Also wir sind jetzt tatsächlich bei Folge 103. Ich bin natürlich... und... Ja, mal gucken, ob wir dann irgendwann über 200 kommen, aber das kann auch durchaus passieren. Genau, ich fahr mal kurz. Also. Was hast du getan? Ich bin diesmal unschuldig an allem. Ich stehe zwar in der Nähe, aber ich bin unschuldig. Warte, ich fahr noch kurz ins Casino. Ich will mal kurz am Rad drehen. Ich weiß, ich mach das öfters, aber hier jetzt auch renn ich mal bildlich. Vor allem hat Baby auch schon wieder ein neues Outfit, sieht schick aus. Ja, da muss ich mir gleich mal tatsächlich angucken. Ist das ein anderes Outfit als das, was sie schon gezeigt hat? Nee, ist wieder das Kleidchen, aber in einem anderen Design. Mit oder ohne Höschen? Naja, sie ist in der Nähe von meiner Penthouse-Wohnung, also bald ohne Höschen. Ach Gott, ernsthaft. Ich war Baby. So, da ist wieder ein Auto zu gewinnen. Mal gucken, ob ich ein bisschen Glück habe. Aber letztes Mal waren 7.500 RP, die ich bekommen habe. Also sie können täglich am Rad drehen, also am Glücksrad hier drehen. Und ja, da wollte ich übrigens auch mal noch mal kurz was loswerden. Das hat jetzt nichts mit euch jetzt hier zu tun, sondern nur, weil du ja das auch in den Gruppen mal postest. Ich finde es ein bisschen schade in den GTA-Facebook-Gruppen, dass du ständig liest hier, ja, ich glitsche hier das Glücksrad und ich glitsche hier das Geld. Und ich finde das, also das muss nicht sein. Ich will eigentlich sowas nicht lesen. Ja, natürlich. Natürlich soll jeder entscheiden, wie er Lust und Laune hat zu spielen. Aber solche Situationen, das haben wir ja schon damals im Gespräch mit dem Thomas gehabt, der solche Aktion vorgeschlagen hat. Also Markus hat da was zu gesagt. Nein, ich habe das Auto meins verpasst. Ich habe 50.000 gewonnen. Habe ich letztens auch, ja. Das einzigste Ausnahme, die ich mache mit solchen Sachen, ist, wenn es ums Aussehen geht. Da habe ich da nichts dagegen, wenn die Leute halt sich irgendein Outfit oder irgendwas da ist mir das voll. Ich sag mal, solange es immer das Spielerlebnis von anderen nicht beeinflusst, ist es mir eigentlich Wurst, ja.
Ja, so Outfits gehen noch, obwohl ich mir da mal so ein Video angeguckt habe, wo so eine Frau das gezeigt hat, wie man da so für Frauen so ein komisches, dass das T-Shirt so wie, wie abgeschnitten aussieht, zusammenglitschen kann. Und das dauert 5 bis 10 Minuten. Ob man sich wegen einer so einer Sache 5 bis 10 Minuten des eigenen Lebens klauen will, ich weiß ja nicht, ob das unbedingt... Also nochmal, das wollte ich gerade eben anschneiden. Jeder soll natürlich spielen, wie er Lust und Laune hat. Ja, auch ich habe geglitscht. Ich habe mir damals die Polizeiuniform geglitscht, die leider mittlerweile weg ist. Die dann irgendwann weggemacht wurde. Weil ich das Outfit einfach cool fand. So. Das macht keinen anderen den Spielspaß kaputt, aber wenn ich dann habe, ja, wir können ja das und das machen, um halt in 5 Minuten 10 Millionen zu machen. Irgendwo hört da für mich auch ein bisschen der Spaß auf, weil das macht für andere Leute den Spielspaß oder für mich zumindest persönlich den Spielspaß kaputt. Und da hat auch, wie gesagt, der Thomas da seinen Anpfiff für bekommen, weil er das gemacht hat. Klar, er muss selber für sich entscheiden, wie er es macht. Naja, es ist ja nicht nur das, ich verstehe halt daran auch nicht. Ich meine, ist es nicht der Anreiz, dass du dir jetzt, wie zum Beispiel, ich meine, Penthouse, ich habe mir das gekauft, nachdem ich dafür gegrindet habe, wie blöd, nachdem ich gespielt habe, Missionen gemacht habe, weißt du? Und dann gibt es aber so Leute, die cheaten sich alles zusammen oder kaufen sich sogar Accounts, habe ich auch schon mitbekommen, dass es so Leute gibt, die alles, kaufen sich dann gecheatete Accounts. Da hört für mich einfach auch der Spaß und das Verständnis auf. Ja, also wie gesagt, es muss jeder für sich selber entscheiden, wie er will. Ich auch, ja, es gibt tatsächlich... Wir supporten es aber nicht. Oh, sorry. Alles gut. Es gibt auch zum Beispiel... Versicherung machen wir später. Nein. Es gibt zum Beispiel auch bei der letzten Heist. Es gibt ja diese eine Mission, wo man mit dem Motorrad dann abhauen muss und alles drum und dran. Da gibt's auch... Was hast du vor? Hier haben meine Versicherungsdaten. Ah, fick dich. Nee, es gibt auch die Mission zum Beispiel, wo du... Hier. Das ist meine Antwort darauf. Nein. Es gibt auch zum Beispiel... Alter. So. Es gibt zum Beispiel auch die Mission, wo du mit den Motorrädern unten aus dem Haus mit dem Auto abhauen kannst. Ja, es ist für mich, es ist auch ein Glitch, aber der für mich eigentlich noch relativ nachvollziehbar ist, für mich in Ordnung ist. Würde die Variante selber so spielen. Ich glaube, das haben sie auch mittlerweile rausgepatcht. Müssen wir dann halt in dem Moment gucken. Ich habe das Haus. Und zwar geht es um, ich kann euch das kurz zeigen, wir sind sowieso gerade hier in der Nähe. Und zwar geht es um das Haus. Moment. Das zeige ich euch sofort. Warte mal. Weil man steht ja mit den Motorrädern dann hier unten. Und zwar, hier stehst du mit den Motorrädern, also hier hinten drin stehst du mit den Motorrädern und es geht hier unten um das Haus. Das Haus braucht ihr. Oder bräuchtet ihr. Und dann könnt ihr euch quasi dann in die Garage bewegen und das Auto hier rausfahren, also meistens Gehoma oder ein Surgeon. Und damit quasi die Mission ein bisschen einfacher machen, weil ihr habt ja dann 5 Sterne. Mit Motorrädern kommen ist dann immer ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile rausgepatcht haben. Es gab halt diesen Glitch. Und das ist für mich doch so halbwegs in Ordnung. Aber wie gesagt, wenn du dann versuchst, um 5 Minuten 10 Millionen zu machen, was einfach in GTA relativ unrealistisch ist, ja, macht für mich dann persönlichen Spielspaß ein bisschen kaputt. Einladungen sind raus? Ja, gut. Dann haben wir das Thema jetzt eigentlich mal durch. Wie gesagt, wenn ihr unbedingt glitchen wollt, dann seid ihr bei uns an der falschen Adresse. Jeder, der ich wollte es halt nur mal loswerden, weil ich das in der Zeit recht viel gelesen habe in den Gruppen. Ja, ich weiß, ich sehe es auch tatsächlich. Ich bin ja auch in solchen Gruppen unterwegs. Ja, von daher. Aber wie gesagt, wenn ihr da Bock habt und ehrlich spielen wollt, dann, oder relativ ehrlich spielen wollt, dann könnt ihr euch natürlich, wie gesagt, gerne bei mir, bei Markus und auch bei Baby melden. Die werden wahrscheinlich, also da sollte alles kein Problem sein. Da wird es mal in den Kontakt zerstören. Wie gesagt, uns fehlt ein Viertel später. Wir brauchen auf jeden Fall irgendwie noch Zuwachs. Ihr werdet aber bald dabei sein, werdet ihr kennenlernen. Und dann freuen wir uns, dass wir bald vollständig so ein Weiterkommen bisschen in GTA. So, gut. Ja, das wollte ich gerade nur loswerden. Und endlich geht's los. Können wir starten? Ja, Rückführung aus Elbo ist die erste Mission für uns heute. Eine Semi-Mission. Wie gesagt, hier gibt es doppelte Erfahrungspunkte, doppelte Kohle. Da sollten wir relativ schnell dabei sein. Oh, wäre ich schon 102. Du warst, glaube ich, 98, als wir, glaube ich, letztes Mal aufgehört haben. Also du hast ein bisschen weitergespielt. Ich
Freunden beim Aufhelfen wollen. Ja, das ist ja vollkommen okay, wenn ihr privat spielen wollt oder spielt. Klar. Ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ich kann euch ja nicht verbieten, zu sagen, nee, ihr spielt nicht mehr weiter. Da hat ja auch keiner was gegen. Nö, ach, alles gut. Weil ich spiele tatsächlich, wenn ich GTA spiele, tatsächlich wirklich nur mit euch in dieser Aufnahmesession. Ich spiele ja auch so. Ich gehe auch abends manchmal einfach online und mache irgendwelche Projekte. Ja, ich sehe das aber dann. Aber ich habe dafür andere Projekte, wo ich noch ein bisschen spiele. Gestern zum Beispiel noch ein bisschen Assassin's Creed gespielt. So, also Dominator, das ist quasi so ein Mustang-Verschnitt, den wir jetzt zurückbringen sollen. Da fahren wir jetzt auch mal hin. Warum wir nicht einfach alle mit einem Auto fahren, verstehe ich nicht. Ja, das ist unsere Logik, ne? Ja, Baby steht jetzt quasi... Du bist auch dahin unterwegs, ne? Ja. Ja. Ich hab ja zu keinem gesagt, dass er nicht bei mir einsteigen kann. Du bist so schnell weg gewesen, da hast du gar keine Chance gehabt zum Einsteigen. Aber gut, man hätte sich auch melden können, ja. Ja. Na, ich bin ja mit dem Kuruma unterwegs, weil ich mit dem Auto einfach, gerade was die Panzerung betrifft, sicherer unterwegs bin. So, das kann man auch parken, einparken nennen hier, was ich gerade vermute. So. Das Auto steht hier wahrscheinlich irgendwo in irgendeiner Seitengasse. So. Wollen wir noch auf Baby warten? Natürlich, ich warte noch auf Baby. Ich bleib eh im Auto, daher werde ich meistens aus dem Auto rausschießen. Und wo steht denn die Karre überhaupt, damit ich mich mal kurz orientieren lassen kann? Ach, rechts ich hinter dem Haus, ja, hier, ja, glaube ich, ja, genau. Warte mal kurz auf Baby. Aber wir müssen jetzt sehr unaufmerksam bleiben. Ich glaube, die zwei, die vorne auf der Straßenecke schon stehen, die gehören schon dazu. Ja, also ich wirke sehr unauffällig in so einer Gegend mit meinem Anzug hier. Ich bin überhaupt nicht snobbig hier. Ich habe mich tatsächlich so schon ein bisschen erkundet, was eine Reise nach L.A. kostet, weil L.A. steht tatsächlich so ein bisschen zu meinem, auf meiner Wunschliste. Bei meinen nächsten Reisezielen. Ja, bis für zwei Leute bist du da fast 3.500 bis 4.000 los. Ja. Also ich habe ja geguckt, Hotelflug, Mietwagen. Weil, zeigende Auto, habe ich nachgeguckt, kostet 650 Euro pro Strecke mit dem Schiff. Und das ist mir dann irgendwie ein bisschen zu teuer. Aber wie gesagt, L.A. Oh, da kommt eine hübsche Frau. Meinst du die mit dem roten Anzug da hinten? Mit dem roten Kleid? So, gut, dann gehen wir da rein, ne? Ich glaube, er sieht dieses Kleid, aber ich sehe keins. Der LKW ja auch macht, da hier steht der Orange, ja. Verschwindet mit dem scheiß LKW hier mal. Ja, das ist ein Auto hochgegangen, aber das ist gerade uninteressant, weil es ist ein random Auto. Warte mal, ich guck gerade. Du hast das Auto schon. Ihr habt das Auto schon. Ja, die Baby hat schon eingesammelt. Ja, dann fahren wir mal aus dem Gegengebiet hier raus. Komm. Der Baby schon alle unterwegs. Ich muss den Lieferwagen, der gerade vorbeigeflogen ist. Der gehört schon dazu. Gut, der ist jetzt quasi raus aus der Situation. Weil Baby schon fast da sein dürfte. Ja. Ja, du bist ja unauffällig da raus aus der Situation, wie ich bin ja noch ein bisschen drin geblieben. Habe noch ein paar Kills geholt, weg da mit deinem Auto. Sehr gut. Wie gesagt, deswegen nicht den Kuruma einfach. Hä?
Ich bin die Tochter, die er nie die er immer haben wollte. Ich glaube, ich muss los. Bitte was? Ach, das Simon ist doch ein Süßer. You racist! So, kurz mal nach Geld. Beziehungsweise Munition kaufen. Reich und Richman, die haben wir schon gemacht, die Mission. Da bin ich mir ziemlich sicher. Gut, das ist auch ein Häkchen dran, aber die haben wir schon gemacht, definitiv. Genauso wie der Knaller. Das war ja eine der, war tatsächlich eine unserer letzten Folgen, die ich geschnitten habe. Okay. Der Knaller ist ja die Mission, wo du unten aus dem U-Bahn-Schacht da die SUVs rausholen musst. Tiny Racers würde ich auch gerne mal spielen, so diese die mit den RC-Autos da. Oh Gott. Ah, da gibt es so ähnliche. Da gibt es ja auch so ähnliche. Da gibt es ja auch die Mission, wo du mit dem Auto in die Endzone musst und sowas. Und wo du dann ein gegnerisches Team hast. Also, wir haben so viele Gegner, die wir auf jeden Fall noch machen wollen. Und wie gesagt, da brauchen wir. Hasta la Vista würde ich so gerne spielen. Ich liebe Hasta la Vista. Ist das nicht mit den Fahrrädern und dem LKW? Richtig, richtig. Saugeil. Die habe ich auch tatsächlich schon gesehen. Aber da braucht man Minimum 6 Leute. Das wäre cool. So 5 bis 6 Leute brauchst du da schon irgendwo. Aber wie gesagt, da kann man sich so kaputt lachen bei dem Bus. Ist saugeil. Ja, also wir können so viel Zeugs machen. Pistole, Kaliber, Double Action Revolver. Wo sind wir? Hier. Ach ja, nochmal als kleinen Tipp, ne, wenn ihr mit dem Double Action Revolver 40 Headshots macht, 50. 40 hast du gesagt? Für was? Ja, 40. 40 Headshots, 1 Million. Mann. Hast du Glück? Ist das kein Headshot bei dir? Nö. Hast du Glück gehabt? Ich hab dir gerade eigentlich ins Internet. Weißt du, wie ich die gemacht habe? Die 40? Ich auf einfach fünf PCs, ja, die zählen übrigens dann auch. Nee, ja, das zählt auch, aber nee, hab ich nicht. Und zwar war ich auf einer Lobby, online hier. Und da war ein Spieler AFK. Und den habe ich praktisch immer hingefahren, Headshot. Hingefahren, Headshot. Hingefahren, Headshot. Scheiße, war lustig, wo der da ist dann irgendwann nur noch irgendwo mitten in der Wildnis irgendwo gespawnt. Habt ihr doch noch erwischt. Und nein, übrigens, dass ich jetzt ganz völlig auf den Herrn geschossen habe, war reiner Zufall. Hat nichts mit meiner politischen Einstellung zu tun. So, okay, dann mache ich kurz die Folge raus. Mal beenden.